Aloha Schönheit, toll, dass du wieder dabei bist. Kennst du schon meine Facebook-Seite? Dort gibt es ganz, ganz tolle Zusatzinformationen zu den aktuellen Energien. Einfach nach May Wengelgold Guru suchen. Und jetzt wünsche ich dir viel Inspiration. Aloha meine Lieben. Oh Gott, meine Stimme. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wollte euch einfach mal ein Update geben. Ja, wie gerade alles so läuft. Ich stehe gerade quasi vor einem der letzten Räume in meiner Wohnung. Das klingt, als hätte ich 1000 Räume. Es sind nur noch zwei, wo ich so Sachen ausräumen muss. Man hört hier schon, es schallt ganz anders, weil ich schon so viele Sachen rausgenommen habe und es werden immer weniger. Das ist schon spannend, sowas so auf diese Art und Weise loszulassen und sich einfach zu verabschieden davon, ja. Und ich wollte euch einfach nur noch mal ein Update geben, weil ich glaube, das ist jetzt seit Kongresszeit einfach ein bisschen länger her. Der Kongress ist echt super gelaufen. Ich finde, für die Zeit, die ich reingesteckt habe, dadurch, dass ich einfach noch mal zeitlich mich umgestellt habe, technisch mich umgestellt habe und alles auch selber gemacht habe, ist es echt ganz gut gelaufen, glaube ich. Und bin total dankbar für das tolle Feedback, was zurückgekommen ist. Hat mich wirklich unheimlich berührt und ich freue mich schon einfach jetzt dann den nächsten Kongress zu organisieren, weil ich ja da quasi ja jetzt mich damit schon beschäftige. Natürlich noch nicht ganz, weil ich muss jetzt erstmal mich hier ums Loslassen kümmern, aber ich habe das auf jeden Fall im Hinterkopf, bin auf jeden Fall für mich schon so am Planen, natürlich auch am Gucken, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, und glaube, dass ich da natürlich viel mehr noch machen kann von der organisatorischen Seite. Also das ist jetzt quasi der Teil, den ihr nicht so mitbekommen habt, einfach von der organisatorischen Seite, was ich da verbessern kann für mich selber, um das natürlich nicht mehr ganz so geballt zu machen. Ja, das war jetzt natürlich, war es mir wichtig, das unbedingt jetzt noch zu machen, bevor ich gehe. Ich weiß nicht, warum mir das so wichtig war, kann ich gar nicht richtig sagen. Es war einfach so ein Gefühl. Und es war auch für mich vollkommen in Ordnung. Ja, ich war zwar jetzt wirklich 6 Wochen komplett unter Strom gestanden und war einfach von der technischen Seite her. Die Interviews selber, das ist so etwas, was viel gelassener funktioniert auch, ja, aber die technische Seite, damit alles klappt, damit ihr rechtzeitig auch die Informationen bekommt und so weiter, das war jetzt natürlich, ich meine, ich bin immer noch dran, ja, ich bin gerade erst gestern fertig geworden, tatsächlich die Bonis fertig zu kriegen, jetzt fehlt nur noch das Wandelhandbuch und ich muss jetzt halt auch ein bisschen pausieren vom Wandelhandbuch, weil ich gerade mich erstmal hier noch um die Wohnung kümmern möchte. Und das sind halt lauter so Kleinigkeiten, die ich zum Beispiel vorhabe, beim nächsten Kongress dann schon nicht mehr machen zu müssen. Ja, also dass ich, also jetzt nicht vom Müssen her, aber einfach das macht mir natürlich die Arbeit viel einfacher, wenn ich das alles im Vorfeld schon fertig habe. Was ich natürlich jetzt bei dem Kongress auch gerne gehabt hätte, aber wie gesagt, das passiert halt auch so viel, wenn man manchmal ist das einfach so und in diesem Fall war das einfach mit auf der einen Seite auch schon umziehen, also wie sagt man, auch schon langsam die Wohnung vorzubereiten für den Weggang, genauso wie noch Familienfeste feiern im August und deswegen freue ich mich eigentlich noch mehr auf den nächsten Kongress, weil ich weiß, dass ich den viel ruhiger für mich organisieren kann. Nichtsdestotrotz, also ich erzähle euch das einfach nur, um euch einfach für mich diese Masse von Zeit zu zeigen. Und das Schöne ist halt daran, ich habe das jetzt gemacht. Für mich war das einfach eine gute Übung, sage ich jetzt mal. Einfach um schon mal zu wissen, wie funktioniert das Ganze, was für eine Technik hängt dahinter. Und im nächsten Fall kann ich es jetzt für mich optimieren und dann auch viel gelassener mit reingehen. Ich denke mal, es ist wie mit allem, was man zum ersten Mal tut. Es ist beim ersten Mal immer ein bisschen aufregender und man ist natürlich da auch so ein bisschen, ich will nicht sagen aufgewühlt, aber man hat halt einfach da ein bisschen mehr
zu tun oder ja, mehr Aufgabe drin. Alles in allem bin ich einfach dankbar für die ganzen Prozesse, durch die ich durchgelaufen bin, weil ich gerade dieses Jahr war das schon ziemlich heftig, also gerade mit den Themen, die hochkamen durch meinen Mitbewohner, bis hin zu tatsächlich Themen, die dann hochkamen durch den Kongress, ja, die für mich sich gezeigt haben, wo ich einfach gemerkt habe, hey, wo will ich eigentlich hin mit diesem Kongress? Für was mache ich den eigentlich, ja? Und das Schöne ist, ich habe das für mich, mein Ziel war einfach wirklich, Menschen zu berühren, ja, Menschen zu inspirieren und Menschen zu zeigen, wenn ich etwas habe, womit ich nicht glücklich bin, dann kann ich mich trauen, wirklich in die Veränderung zu gehen. Und falls ich mich nicht traue, kann ich wirklich für mich selber auch herausfinden, woran das liegt, ja. Und versuchen, genau an diesen Dingen zu arbeiten. Und deshalb, das war auch sehr spannend, weil witzigerweise auch genau das mir gespiegelt wurde in Form von den Feedbacks, die ich von den Teilnehmern erhalten habe, die wirklich gesagt haben, hey, total berührt, also genau zum richtigen Zeitpunkt. Und das sind halt einfach so Sachen, wo ich einfach nur dankbar bin, weil mir einfach reflektiert wurde, okay, die Arbeit hat sich wirklich gelohnt und ich kann jetzt quasi zum nächsten hingehen und dann das nächste machen. Das andere ist, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, weil ich gerade arbeiten gesagt habe, ich habe immer so ein Thema, wenn ich meine Herzensaufgabe nachgehe, zu sagen, dass es Arbeit ist. Weil Arbeit oft so eine negative Annotation hat. Ich finde Arbeiten jetzt nicht schlimm. Ich habe schon immer gerne gearbeitet. Aber ich finde trotzdem, das hat manchmal so einen komischen Nachhall und deswegen finde ich, wirken war bis jetzt das Nächste, was ich gefunden habe. Aber falls ihr irgendein Wort kennt, was Arbeit einfach ersetzt, ich habe auch mal eine Zeit lang überlegt, es Spielen zu nennen, aber wenn ich euch jetzt hier im Podcast erzählen würde, ja, und ich habe dann mit dem Kongress gespielt, dann fühlt sich so an, als hätte ich den nicht ernst genommen. Und da merkt ihr wieder Worte und ihre Definitionen. Das ist auch so ein Punkt, der bei diesem Kongress auch ganz stark wieder hochgekommen ist. Natürlich brauchen wir die Sprache, um miteinander zu kommunizieren und miteinander ja, uns zu hören, uns zu verstehen und zu verständigen. Und ich hoffe natürlich, die Sprache zu finden des Teilnehmers, der zuhört. Ja? Oder zumindest, ich wünsche es mir immer so, dass genau die Menschen, die es berühren soll, auch daran teilnehmen sollen. Und aber trotzdem ist halt manchmal auch so diese Worte so ein Thema. Ja? Ich fand es zum Beispiel ganz spannend, weil ich kurz über meinen Vater gesprochen hatte, glaube ich. Weil wir so nicht Diskussion, sondern darüber gesprochen haben, dass die Alt-68er ja viel auf der Straße waren und dass unsere Generation ja nicht mehr so viel tut. Und da habe ich zum Beispiel, da ging es mir eigentlich nur darum, dass quasi unsere Elterngeneration das darüber verarbeitet hat, dass sie auf die Straße gegangen sind und laut was gesagt haben. Damit wollte ich aber natürlich nicht sagen, dass die Alt-68er nichts getan haben, ja, weil ich gesagt habe, dass unsere Generation, die geht halt nicht auf die Straße, sondern die macht einfach. Ja, da ist weniger das Reden und das Diskutieren und das Schimpfen, was alles verändert werden muss, sondern unsere Generation, sage ich jetzt mal, zumindest die, mit denen ich mich umgebe, viele, da ist es einfach, komm, wir machen einfach eine schönere Welt, ja. Und damit wollte ich natürlich nicht die 68er dezimieren. Ich bin ihnen dankbar für jeden einzelnen Schritt, den sie getan haben, den sie für uns gemacht haben, den sie für uns vorgewandert sind. Und ich hoffe, dass ich das auch rübergebracht habe, weil ich bin meinen Vorfahren dankbar. Nicht nur denen, die mich mit mir blutsverwandt sind, sondern allen, die vorher auf dieser Welt waren, weil alle in irgendeiner Art und Weise dazu beigetragen haben, dass wir heute in der Welt leben können, in der wir schon leben. Und ich finde, unsere Welt ist schon mal ein Ticken besser, als sie vor vielen Jahren war. Und ich glaube, dass wir uns immer mehr und mehr entwickeln als Menschheit und immer, immer besser werden einfach. Das ist so dieses Natürliche, weil wir arbeiten ja alle daran, eher zu uns zurückzukommen, zu dem, wer wir sind und zu dem, was uns ausmacht, aus unserem Herzen heraus, ja, unsere Menschlichkeit zu erhöhen, unser Mitgefühl zu erhöhen. Daran arbeiten wir schon seit Jahrhunderten, ja.
Und wir haben so viele negative Sachen abgeschafft, die es früher mal gab. Und wir arbeiten immer mehr daran, dass wir uns zusammentun als Gruppen, dass wir gemeinsam was Neues kreieren können. Und das ist einfach diese Zeit, in der wir gerade sind. Und wir können das aber auch nur deswegen tun, weil schon einige vor uns waren, die schon was vorgelaufen sind, die schon einen Teil gemacht haben, die schon was für uns getan haben. Und es ist unheimlich wichtig, uns auch das vor Augen zu führen, ja, wie dankbar wir sein können für die Welt, die man uns gegeben hat, ja. Und jetzt können wir weiter daran arbeiten, diese zu optimieren, damit unsere nächste Generation wieder einen guten Boden hat, auf dem sie gedeihen kann. Ja. Ja, das waren meine Worte zum Kongress ungefähr. Nein, das sind einfach meine Gedanken momentan, die ich wieder mit euch teilen wollte und vielleicht den einen oder anderen von euch noch mal ein bisschen inspiriert habe. Ansonsten, ich habe meine Seite noch mal optimiert. Da habe ich euch jetzt noch mal, die werde ich auch noch mal weiter optimieren, weil ich merke einfach nach dem Kongress muss ich auch selber noch mal ein bisschen wachsen und mich verändern, genauso auch wie dieser Podcast wahrscheinlich auch wachsen wird und sich verändern wird mit meinem Umzug. Ich muss halt noch gucken, in welche Richtung das Ganze geht. Aktuell ist es einfach so für mich, dass ich euch jetzt hier im Podcast einfach mitnehmen werde auf meine Reise und euch erzählen werde, was ich so unternehme und was das so mit mir tut. Und dann werden wir einfach mal schauen, weil ich würde natürlich schon gerne das, was ich jetzt aus dem Kongress gewonnen habe, von euch erfahren habe, wie ich euch besser helfen kann, da einfach nochmal zu gucken, wie können wir da einfach einsteigen und das ein bisschen optimieren oder verändern oder vielleicht auch verschönern. Genau, das merke ich einfach, das möchte in so eine Veränderung reingehen und das möchte ich euch einfach nicht vorenthalten. Vielleicht habt ihr Lust, mit dieser Reise mitzugehen. Da freue ich mich natürlich. Und für die, die das nicht mehr so gut finden, ist auch okay. Ich denke mal, ich hoffe, ihr könnt es das verstehen, dass ich einfach meinem Herzen folgen muss. Und mein Herz merkt einfach gerade, dass sich viel verändert. Ja, ihr habt ja gesehen, ich habe die Anderswelt-Energiekreise schon aufgehört, weil ich einfach gemerkt habe, das war eine alte Energie, das war zwar okay und es war gut so für den Zeitpunkt, den ich es hatte, aber ich einfach gemerkt habe, dass es nicht mehr zu mir passt und nicht mehr zu dem Wandel passt, der gerade stattfindet. Und ich möchte euch gerne einfach besser begleiten können. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr wollt und Lust habt, schaut einfach auf meiner Seite vorbei. Ich habe da jetzt angefangen, Wandelcoachings anzubieten, beziehungsweise ich schenke euch 30 Minuten einfach mal, damit ihr vielleicht auch kennenlernt, wie bei mir solche Wandelcoachings ablaufen. Und ja, freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne weitere Woche. Momentan sind die Portaltage ja ganz stark. Also ich weiß nicht, wie ihr sie spürt. Ich spüre sie zwischendurch. Also gestern stand ich richtig ziemlich neben mir. Am ersten Tag war es eigentlich nichts. Am Tag davor habe ich total gemerkt, wie es energetisch durch meinen Körper die ganze Zeit so durchgegangen ist. Also es ist ein Auf und Ab mit diesen Portaltagen. Deswegen ist es wahrscheinlich umso wichtiger, bei sich zu bleiben, mit seiner Kraft, mit seiner Energie, in der Liebe, in der Achtsamkeit. Und das wünsche ich euch auf jeden Fall. Ich schaue mal, ob ich es schaffe, mich nächste Woche nochmal zu melden, wenn dann meine Wohnung auf den nächsten Level gebracht wurde und dann alles schon hier raus ist. Und ja, ich danke euch für eure Teilnahme, für euer Sein, für euer Zuhören und wünsche euch ganz viel Licht, Liebe und Leichtigkeit für euren persönlichen Wandel. Bis dann, meine Lieben. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest einige Impulse für dich mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere noch meinen Kanal und hinterlass mir eine Bewertung. Und wenn du gerne noch zusätzlich weitere Impulse erhalten möchtest, dann melde dich bei Tita Mays Wocheninspiration an. Den Link dazu findest du auf meiner Webseite www.mayola.de. Für die Anmeldung gibt es auch eine kleine Überraschung. Ich freue mich schon, wenn ich dir weiter Inspirationen geben darf. Und bis dahin, Aloha Mahalo, e ho'omaikai kakou, e ahoi ho. Vielen Dank aus dem Herzen, viel Segen für alle und bis zum nächsten Mal.